Zweite Runde nennt GAME Walkthrough. Heute geht es um die Addierer. Wir fangen gleich an mit dem Halbaddierer. Schauen wir uns mal die Wahrheitstabelle hier an. Die Eingänge sind zu addieren. Also hier 0 plus 0 wäre das Ergebnis 0. Wenn wir 0 plus 1 haben oder 1 plus 0, kommt als Ergebnis 1 raus. Und das Besondere, wenn wir 1 plus 1 rechnen, kommt als Ergebnis 2 raus und 2 passt nicht mehr in ein Bit, deswegen wird das Low Bit hier im Ergebnis 0 sein und das High Bit eine 1 bekommen. Das heißt 1 0, das ist die 2. In der Ausgabe haben wir also 2 Bits, ein Low Bit und ein High Bit. Wie setzt man das um? Da schauen wir uns am besten die Wahrheitstabelle an. Hier haben wir für das Low Bit 0 1 1 0, das kommt uns bekannt vor, wenn wir das XOR uns ansehen. Da haben wir genau diese 0110. Also setze ich das XOR hier rein, sage fürs Low Bit, das wird es tun. Halt Low Bit, jawohl. Wie sieht es fürs High -Bit aus? Da haben wir 0001, das ist die Wahrheitstabelle vom UND-Gatter. 0001, also nehmen wir hier das UND-Gatter und verbinden wieder die Eingänge. Und haben die Lösung. I have completed this level. Er sagt, wunderbar, das klappt. Zwei Bauteile benutzt, sechs NAND-Gates insgesamt. Es ist aber möglich, sagt er, das auch noch mit weniger NAND-Gates zu lösen. Das wollen wir natürlich machen. Also bleiben wir mal auf diesem Level und sagen, wie kommen wir da hin? Schauen wir uns nochmal an das XOR-Gatter. Das hatten wir ja auch aus NAND-Gates schon aufgebaut. Wenn wir uns hier dieses XOR nochmal anschauen. Das ist ein Aufgau hier aus vier NAND-Gattern und den setzen wir jetzt einfach mal um. Ich schmeiße das XOR hier raus und ziehe diese vier nand mal rein. Eins, zwei, drei, vier und schließe das entsprechend an, wie wir es auch schon in der XOR-Aufgabe hatten. Also, die Lösung ist richtig, aber wir haben natürlich noch nicht die optimale Lösung gefunden hier. Da können wir das End noch verändern. Das End ist ja bei uns nichts anderes als ein NAND mit Inverter. Ich nehme mal das End hier raus und sage, ein NAND und ein Inverter war das. Wenn wir das verbinden und uns jetzt überlegen, dieses NAND haben wir ja ohnehin schon. Das haben wir hier. Also nehme ich das NAND weg und sage, statt ein zusätzliches NAND nehmen wir das ohnehin vorhandene NAND. Und damit haben wir eine neue Lösung. Und die besteht jetzt tatsächlich nur noch aus fünf NAND-Gattern. Also die optimale Lösung. Sehr gut. Gehen wir zum nächsten Level. Das wäre der Volladdierer. Warum brauchen wir einen Volladdierer und einen Halbaddierer? Ist klar, wenn wir größere Zahlen addieren, was weiß ich, eine 4-Bit-Zahl und eine andere 4-Bit-Zahl, dann müssen wir Bit für Bit addieren. Und da kann es sein, dass wenn beide Bits an einer Stelle 1 sind, das als Ergebnis 2 rauskommt. 2 ist Übertrag, ist praktisch eine 1-0, also 1 gemerkt, Ergebnis 0. Und dieses 1 gemerkt müssen wir ja dann in der nächsten Stelle mit einaddieren. Dann rechnet man 1 plus 1 plus dieses 1 gemerkte und bekäme als Ergebnis 3. Und dieses äh, 1 gemerkt mit einzuaddieren, das ist unser Eingang C hier quasi. Das heißt, für ein Bit brauchen wir drei Möglichkeiten, einen Eingang zu haben. Das Bit aus der Variablen A, das Bit aus der Variablen B und jeweils noch ein Übertragsbit. Carry sagt man auch, deswegen ist das hier die C. Wahrheitstabelle ist hier zu sehen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie kommen wir daran. Das ist jetzt natürlich komplexer. Wir haben hier immer so vier Gruppen und können sagen, diese vier, das wäre ein und. Hier hätten wir unser Exklusiv-Oder. Da haben wir ein invertiertes Exklusiv-Oder. Und hier haben wir ein Oder. Also wäre die Überlegung. Wir schauen uns das A an und sagen, wenn das A 0 ist, dann brauchen wir hier zum Beispiel im Low ein Exklusiv-Oder. Fangen wir mal damit an. Ich setze hier ein Exklusiv-Oder für B und C. Das aber nur, wenn die Variable A 0 ist. Da geht man mit einem Endgatter ran. Da kann man das praktisch ja, so ein zuschalten oder nicht zuschalten und ich muss aber das noch invertieren. Das heißt, wenn a 0 ist, das ist der Schlüssel dafür, dass das Ergebnis von dem xOR an den Ausgang weitergeleitet wird. Wenn a 0 ist, dann wird das Ergebnis vom xOR hier weitergeleitet. Wenn a 1 ist, passiert am Ausgang, egal was ich hier mache, gar nichts. Auf die Art kommen wir hin. Denn wir können jetzt sagen, das war dieser XOR-Teil. Wir, wir haben aber auch den invertierten XOR-Teil. Das heißt, ich nehme jetzt hier noch einen Inverter, sage, dass der Ausgang vom XOR wird invertiert. Und die Möglichkeit möchte ich am Low Bit sehen für den Fall, dass A1 ist. Also brauche ich nochmal so ein und Gatter. Und sage, wenn A1 ist, dann nehmen wir diesen invertierten Ausgang. Das wird jetzt natürlich ein bisschen unübersichtlich hier. Ich ziehe es mal ein bisschen auseinander, dass man es schön sieht. Das sind die beiden Möglichkeiten. Ja gut, jetzt habe ich natürlich am Low-Bit nur eine Möglichkeit, einen Eingang einzuspeisen. Deswegen muss ich sagen, okay, wenn A0 ist, dann spielt ja der hier eine Rolle. Wenn A1 ist, spielt diese hier eine Rolle. Das heißt entweder der oder der, ich kann die verodern, beide gleichzeitig können ja nicht eine Rolle spielen. Deswegen setze ich hier noch ein oder Und habe den Teil für das Low Bit umgesetzt. Das schiebe ich jetzt alles mal schön auf die Seite, denn wir wollen uns das High-Bit ja auch noch anschauen. Das wird so funktionieren. Wir können es auch nochmal kontrollieren. Ähm, Low-Bit heißt a ist 0. Beide sind 0, haben wir ein 0 am Ausgang. Wenn eine eine 1 ist der oder der, haben wir die 1. Bei beiden haben wir wieder die 0 am Ausgang. Machen wir den anderen Fall, wenn a1 ist und die beiden 0 sind, dann haben wir die 1. Ist einer von beiden 1, entweder der da oder der da, haben wir die 0 am Ausgang. Und wenn ich alle drei 1 habe, dann muss die 1 wieder kommen. Also das ist Low Bit. Das stimmt auf alle Fälle. Gleiche Methode fürs High Bit. Da kann man auch wieder halbe Halbe sehen. Das hier ist ein Und. Also wir brauchen ein Und auf jeden Fall. Und das hier ist ein Oder. Dann nehmen wir das Oder. Dann brauchen wir wieder unsere 2 End, um das Ganze zu verschlüsseln. Also ich lege das ein bisschen weiter runter. Unsere zwei Endgatter, um das Ergebnis praktisch hier zuzuschalten. Ein Oder-Gatter, um dann von diesen beiden jeweils das Passende auf den Ausgang zu legen. Das Und wird auf jeden Fall mal auf B und C gelegt. Das Oder wird auch auf B und C gelegt. Das Ergebnis vom UND interessiert uns aber nur, wenn A 0 ist. Das heißt, ich muss hier mit dem invertierten A das Ganze über das END verschlüsseln. Und das Ergebnis vom ODE interessiert uns, wenn A 1 ist. Damit hätten wir die Lösung. Und er sagt, wunderbar, das funktioniert. Allerdings haben wir hier 25 NAND-Gates verbraten. Das ist sehr viel und das muss mit weniger Bauteilen gehen. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Ich lösche mal diesen ganzen Schmarrn. Er funktioniert zwar, aber das ist sehr komplex. Wir haben hier den Halbaddierer uns doch schon gemacht. Vielleicht können wir den benutzen. Dafür ist er ja echt genau gedacht. Er heißt Halbaddierer, weil man zwei Halbaddierer benötigt, um einen Volladdierer zu bauen. Ich addiere mal diese beiden Bits hier. Und addiere das Ergebnis zu dem dritten Bit. Diese drei Bits werden addiert. Schauen wir uns mal an, was wir bisher haben. Wenn alle drei Bits 0 sind, dann ist unser Ausgang 0. Also das wäre hier das Low Bit. Habe ich eine 1 dabei, wird dieses Low Bit zu 1. Perfekt. Sind es zwei Einsen, also die beiden, muss das Low-Bit wieder 0 sein, oder die beiden, oder die beiden, haben wir das Low-Bit 0. Das passt so. Müssen wir uns also noch um, bei 3 Einsen müsste es eine 1 werden. Jawohl, passiert auch. Müssen wir uns noch um das High-Bit kümmern. Das High-Bit wird 1, wenn wir hier 2 Einsen haben, oder wenn wir insgesamt 3 Einsen haben. Also schauen wir mal bei zwei Einsern. Bei keinem Einser ist klar, ist das Highbit 0. Wenn wir nur einen Einser haben, ist das Highbit auch immer 0. Haben wir zwei Einser, wird hier das Highbit high. Oder in einem anderen Fall wird dieses Highbit high. Oder in dem drittmöglichen Fall wird auch dieses Highbit high. Das heißt, und wenn wir alle haben, dann wird hier unten das Highbit High. Das heißt, wenn ein Highbit High wird, egal ob dieses oder das andere, dann müssen wir das High Bit im Ausgang auf High setzen. Machen wir mit dem Oder Glied. Also wenn entweder dieses oder dieses hier auf High geht, ich sortiere die mal ein bisschen schöner, dass man, dass man das ein bisschen besser sehen kann. Dann muss der Ausgang auf High werden. Schauen wir mal, ob diese Lösung passt. Passt auch und wir sind jetzt deutlich besser, sind nur noch 13 NAND-Gates. Ist aber noch nicht, ist noch nicht die Lösung mit der geringsten Anzahl an NAND-Gates. Wo könnten wir jetzt dann noch Bauteile einsparen? Unser Oder-Gatter besteht ja aus drei NAND-Gattern. Ein NAND und zwei NANDs für jeweils einen invertierten Eingang, so haben wir das Oder gebaut. Und da können wir ansetzen. Dazu müssen wir uns aber einen Addierer bauen, der nicht das High-Bit ausgibt, sondern das invertierte High-Bit. Und das probieren wir jetzt einfach mal. Wir haben die Möglichkeit hier Custom Components zu bauen. Und da baue ich mal das erste Custom Component. Und das nenne ich ähm, Add mit Inverted High. So, das passt. Und dann muss ich hier äh, Ausgänge dazufügen. Zwei Ausgänge. Ein Ausgang nennen wir invertiertes High, also praktisch slash high. Das ist unser High-Ausgang. Den anderen Ausgang nenne ich Low, wie gehabt. Wir brauchen zwei Eingänge, jeweils ein Bit. Den einen Eingang den nenne ich A und den anderen Eingang, den nenne ich B. Und dann bauen wir uns unseren Addierer aus reinen nand auf, so wie wir das gemacht hatten. Wir schauen uns noch mal an hier den Halbaddierer hatten wir hier mit einem Exklusiv-oder aufgebaut und ein Inverter. Diesen Inverter lasse ich jetzt weg und wir haben unsere vier NAND-Gatter. Dann können wir den Ausgang hier als High Bit benutzen und damit bauen wir uns einen optimalen Volladdierer. Also vier NAND-Gatter, die bekannte Exklusiv-oder-Schaltung baue ich hier wieder auf und die gehen ins Low Bit und den Ausgang von diesem ersten nennt ohne Invertierung gebe ich jetzt an den Inverted High Ausgang raus. Dieses Bauteil haben wir jetzt in den Levels zur Verfügung, nämlich den Add mit Inverted High und den ersetze ich indem ich diese Ads hier rausschmeiße, ersetze ich jetzt die beiden, addiere wieder unser B und C zusammen, unser Low Bit zum A und sage, das High Bit möchte ich jetzt haben, wenn entweder der invertierte High oder der andere rauskommt und zwar nicht, also NAND. Dann haben wir ja quasi ein Oder. Indem ich den Invertierten und den anderen Invertierten vernende, haben wir genau unser Oder. Und damit müsste die optimale Lösung geschaffen sein. Ich ziehe es mal ein bisschen schön hin. Schauen wir uns mal an, was wir jetzt haben. I have completed the level. Und Tatsache, drei Bauteile benutzt, neun Nanplates insgesamt, optimale Lösung. Jetzt können wir in den nächsten Level gehen. Jetzt bin ich zufrieden im nächsten level sollen wir einen multi-bit adder bauen, also ein addierer über mehrere bits. das ist jetzt wieder eine einfache übung. wir haben ja unseren volladdierer für zwei bit zu addieren, also die variable a aus zwei bit und die variable b aus zwei bit. nehmen wir zwei von diesen volladdierern. wir brauchen für jedes bit einen volladdierer. und im volladdierer a addieren wir carry plus die low, Bits von diesen beiden Variablen. Im Volladdierer, B, äh, Im Volladdierer 2 addieren wir die High Bits dieser Variablen und dazu das High Bit, was hier rauskommt, das wäre der Übertrag. Die Low Bits jeweils sind unsere Summe. Summe Low Bit, Summe High Bit. Und das High Bit, wenn wirklich noch eins kommt, wäre der Übertrag an die nächste Stelle. Das ist die Lösung. Dann sage ich I've completed the level und er sagt perfekt, genau das ist die Lösung. Jetzt bekommen wir geschenkt einen Addierer 16-Bit. Das wäre praktisch genau das 16-mal. Die Arbeit wollten die uns ersparen, dass wir 16-mal so einen Addierer hier aufbauen. Aber wir haben für den nächsten Level einen 16-Bit-Addierer, mit dem wir arbeiten können. Aber der nächste Level kommt in der nächsten Folge meiner Serie. Ich wünsche viel Spaß beim selber rumprobieren bis dahin. Halt, eins machen wir noch. Wenn wir schon unseren Addiere gebaut haben, kann der auch wirklich addieren. Also ich addiere mal zwei Zahlen. 3 ähm, und 2 können wir addieren. Die 2 wäre hier 1,0. Die 3 ist die 1,1. Carry sagen wir, es kommt kein Übertrag, also 0, muss als Ergebnis 5 rauskommen. 2 plus 3 ist 5, schauen wir mal nach. Okay, haben wir hier. Die, die zwei Bits von der Summe sind 0,1, also das Ergebnis ist 1, aber wir haben einen Übertrag damit, das wäre praktisch das dritte Bit und 1, 0, 1 ist genau die 5. Das wollte ich noch kurz gezeigt haben.